mich halten wollen. Sie hat zum Beispiel, da hatten wir dann auch schon Berührungspunkte, die große Klage vor dem Bundesverfassungsgericht der Bauern und Bäuerinnen gegen die Bundesregierung zur Einhaltung der Klimaziele mitgemacht. Einer der klagenden Betriebe war mein Ausbildungsbetrieb. Und das ist das, wofür wir hier bei Wir haben es satt stehen. Dass wir gemeinsam für unsere Betriebe, für das Klima, für die Biodiversität und für die sozialen Fragen unser Bündnis jedes Jahr weiterentwickeln. Und wer auch viel verwendet, was zusammengehört, ist meine absolut fantastische Co-Moderatorin Julia Bertal. Sie ist Landwirtin aus dem östlichen Brandenburg, Geschäftsführerin der ABL Nordost und bekannt dafür, dass sie schon immer unermüdlich die sozialen und globalen Fragen in den Ring der deutschen Agrarpolitik wirft. Sie vertritt die bäuerlichen Anliegen, die den Zugang zu Land oder faire Erzeugerpreise hier ebenso vehement, wie sie sich mutig in Kriegsregionen schmuggelt und mit Bäuerinnen und Bauern Strategien entwickelt, die Nahrungsmittelproduktion auch während Bombardierung und Kriegsgewalt aufrechtzuerhalten. Aber natürlich wäre diese ganze Demo überhaupt nicht möglich, ohne alle euch hier, die ihr jetzt auch wieder gekommen seid, die ihr eure Blöcke vorbereitet, die ihr Kostüme habt, die ihr Banner habt, die ihr Schilder habt. Und natürlich ist es auch nicht möglich, ohne Leute, die hier morgens aufgebaut haben, abends wieder abbauen. Um das Ganze, ohne das ganze Orga-Team von Wir haben es satt. Und leider ist diese Demo mit all dem auch nicht ganz möglich ohne Wandel, ohne Geld. Das heißt, guckt euch ohne Geld zusammen. Die Fahrer und Geld haben schon mal.